Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Beginn der Recherchenotizen. Meinen Quellen zufolge plant die Magia ein Comeback. Die alten Verbrecherfamilien waren eigentlich ausgeschaltet, bis Fisk wegging und sie die Lücke füllen wollten. Die alten Dons haben jahrelang harmonisch zusammengearbeitet, doch nun kommt durch das Machtvakuum ein Machtkampf auf uns zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Familie auf die anderen losgeht. Ich bleibe lieber an meinen Quellen dran. Hoffentlich findet diese Kriminalität ein Ende, bevor sie von neuem losgeht. Hey Pete, ich arbeite an einer Story, die dich interessieren könnte. Das Oscorp-Exposé? Was Neues. Es geht um die Magia-Familien. Die Mafia? Ich dachte, die wären weg vom Fenster. Arrivederci. Sie wurden schwächer, aber seit Fisk und die Dämonen weg sind, plant die Cosa Nostra ein Comeback. Ich liebe es, wenn du so redest. Ruhig, Tiger. Die Feds führten vor kurzem eine Razzia bei der Magia durch. Ich weiß. Tja, einer der Dons besaß das verschwundene Kunstwerk Die Maria. Und jetzt ist es drüben in Manhattan Mocha. Und? Meiner Quelle zufolge plant eine der Familien, es sich zurückzuholen. Heute Nacht. Da geht es wohl nicht nur um Öl und Leinwand. Ich werde beim Museum vorbeischwingen. MJ, deine Quelle hatte anscheinend recht. Ein paar Einbrecher wollen sich Zugang verschaffen. Bleib hier, ich sehe mir das genauer an. Sei aber vorsichtig. Wenn die von der Magia sind, meinen die es ernst. Los, Beeilung! Der Boss will das Gemälde. Wir sollten schon längst weg sein. Willst du es versuchen? Bitte sehr! Meine Güte, manche Leute tun alles, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Und die... DC! Es ist Spider-Man! Rechter Tag dich mit uns an! Ja. So ein Mist! Zeit für eine kleine Demonstration der hohen Kunst der Verbrecherzählung. Er hat mich! Jetzt bist du dran! Ich kenne ein paar der Typen. Da ist Federico Frizzelli und Sal Patrillo. Die Kerle gehören zur Familie von Hammerhead, oder? Warum sollte er die Maria wollen? Das klingt nicht nach ihm. Ich werde mich umschauen und prüfen, ob jemand woanders reingekommen ist. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas finde. Die Vordertür ist verschlossen. Ich checke lieber die anderen Eingänge. Die Typen können nicht mal legal parken. Moment, was ist das? Nope, hier ist keiner reingekommen. Hey, was ist das? MJ, da ist ein Loch in einem Oberlicht. Ich sehe mir das an. Während Hammerheads Kerle durch die Vordertür wollten, hat sich jemand über das Dach reingeschlichen? Sieht so aus. Keine Spur. Von niemandem. Sollten hier nachts keine Wärter sein? Ja, probier's mal bei der Security am Eingang. Da sollte es auch Kameras geben. Die hätten gesehen, wer eingebrochen hat. Ach, der Wachraum ist abgeschlossen.
Ich brauche einen Handabdruck, um reinzukommen. Da müsste ich auch rausfinden, was mit den Wärtern passiert ist. Kann ich das Schloss irgendwie überbrücken? Ach, nicht ohne die Hand eines Wärters. Ihre Handabdrücke. Wenn du die Wachen nicht findest, nimm Abdrücke von Sachen, die sie angefasst haben. Oh, ja, gute Idee. Ich gehe dir gerne zur Hand. Vielleicht ist hier ein Abdruck drauf. Hab einen Handabdruck. Zumindest einen Teil. Ich werde wohl mehr brauchen. Komisch, als seien die Wachen einfach verschwunden. Okay, wo finde ich noch ein paar Teilabdrücke? Noch einer. Cool. Ausgebildete Wachen lassen ihre Sachen nicht einfach so zurück. Es sei denn, sie sind nicht freiwillig abgerückt. Eine Kaffeetasse. Noch warm. Okay, mit den Teilabdrücken müsste ich einen Abdruck rekonstruieren können. Ich kann den Scanner wohl neu konfigurieren, damit er meine Daten erkennt. Umgehe ich den optischen Sensor, kann ich meine Daten hochladen. Geschafft. Handabdruck wird übertragen. Wir sind drin. Cool. Was siehst du? Sie leben noch. Anscheinend wurden sie betäubt. Keine Anzeichen für Gewalt. Definitiv nicht Hammerhead-Stil. Wenn nicht Hammerhead, wer dann? Gibt es eine Kamera? Ich seh mal nach. Kamera 5 wurde ausgeschaltet. Ganz schön verdächtig. Ich schalte sie wieder ein und schaue nach, was sie vor uns verbergen wollten. Sie zeigt auf eins der Gemälde in der Ausstellung. Das muss die Maria sein. Und noch wurde sie nicht gestohlen. Ich sehe mir aus der Nähe an, was daran so besonders ist. Maria ist ein ausgezeichnetes Beispiel für den modernen Expressionismus. Die Geschichte der wiederholten Diebstähle ist beinahe so faszinierend wie das Kunstwerk selbst. Sieht für mich nach einem stinknormalen Gemälde aus. Ist es auch. Es gibt hier viel wertvollere Objekte. Warum ist die Magia also ausgerechnet hinter diesem Gemälde her? Warte mal, MJ, da kommt jemand. Augen offen halten. Spider-Man könnte immer noch hier sein. Ah, verdammt. Jetzt hängt es hinter Sicherheitsglas. Hey, sagt Frank, dass wir schweres Geschütz brauchen. MJ, Hammerheads Typen haben Verstärkung gerufen. Ich wurde noch nicht entdeckt. Gut, sieh zu, dass es so bleibt. Augen auf! In der Nähe. Wenn das schief geht, gibt es. Was? Hat dich überrascht, was? Das gefällt mir nicht. Wir haben einen Job zu erledigen. Ja! Spider-Man ist hier! Die Cops werden gleich hier sein. Scheiß drauf. Schnappt euch alles, was geht, und dann raus. Toll, jetzt plündern sie die anderen Kunstwerke. Ich muss sie aufhalten, bevor sie entkommen. Versuch nächstes Mal den Souvenirladen. Das hier nehme ich mit nach Hause. Komm runter und komm! Ja.
Gleich da! Ich muss zum Ausgang und sie aufhalten. Oben, ihr Idioten! Wie wär's, wenn ich dir zum Trost ein Poster von diesem Kunstwerk für deine Gefängniszelle schicke? Lenk ihn ab! Ich bin gleich beim Ausgang! Sie dürfen nicht entkommen! Ihr habt es ungewollt! Kopf hoch! Vielleicht gibt es ja Kunstunterricht im Gefängnis. Mich hier raus! Lenk ihn ab! Ich bin gleich beim Ausgang! Ach, er entkommt mir! Ja, ich glaube, ich habe sie alle. Aber viele Kunstwerke müssen zurück an ihren Platz. Was ist mit der Maria? Vielleicht war das ein Ablenkungsmanöver. Genau das dachte ich auch. Ich schaue nach. Hoffentlich war die Scheibe dick genug. Die Sicherheitswand ist intakt. Und kugelsicher. So schnell kann sich niemand der Maria nähern. Dann ist der Auftrag ausgeführt? Das hoffe ich. Ja, ich ruf dich gleich nochmal zurück, okay? Warum? Was ist los? Siehst gut aus. Hanteltraining? Nein. Naja, obwohl, ein bisschen. Also, du schwingst jetzt solo? Oder wieder mit deiner Ex? Ganz schön viele Fragen. Bin nur neugierig. Ja, soll nicht gut für Katzen sein. Warum erzählst du mir nicht, warum du hier bist? Ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet. Dreh dich mal um. Raketen? Wer schleppt Raketen in ein Museum? Weißt du nicht, wer Hammerhead ist? Der Kerl liegt's drauf an! Das war's mit dir! Was sind diese Netze gemacht? Holt mich hier raus! Das war noch längst nicht alles. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Boss dir antun wird!
Ich mag deine neuen Tricks. Und ich hab deine alten satt. Wolltest du den Kunstdiebstahl nicht lassen? Ich bin nicht wegen der Kunst hier. Was tust du dann? Solltest du nicht ein paar Leben retten? Schon wieder. Hey! Hilfe! Was zum... Wo ist sie hin? Peter, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, MJ. Bin gerade einer alten Freundin begegnet. Wem? Ärger.